Gleich ist Sonnenuntergang und heute wird mal wieder gekocht. Einen wunderschönen guten Morgen vom Ätna. Der ist da. Ich habe da geschlafen und irgendwie jetzt gerade aus dem Fenster geguckt und dann habe ich den Sonnenaufgang gesehen. Den kann man jetzt auf dem Video gar nicht so gut sehen, wie er in echt ist. Vielleicht kann ich ja mal ein Foto einblenden. Ich habe richtig gut geschlafen. Hier ist ja gerade Hitzewelle in Italien. Und hier oben waren jetzt morgens um 6 22 Grad im Auto. Also perfekt zum Schlafen. Ich bin nicht alleine. Da steht noch ein Wohnmobil. Und der war ruhig heute Nacht. Hat ein bisschen gedampft, aber ansonsten war alles gut. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video! Da sieht man wieder, war wieder eine Explosion gerade. Das sieht man an den Rauchwolken. Ich war ja gestern da oben und hat dann dauernd geknallt. Das Einzige, was hier ist, hier sind einfach Millionen Insekten. Aber ich habe ja Fliegengitter, also alles gut. Ist der Sonnenaufgang. Darum bin ich um 6 aus dem Bett gehüpft. Da hinten ist das Meer, hier sind die Lavafelder, da ist der Ätna und die ganzen anderen Vulkankrater und da ist Venna. Oh oh, da schöppert es wieder mächtig. Kennt ihr das Geräusch, wenn in einem Containerhafen was abgeladen wird oder so? So hört sich das an. Und ich? Mach jetzt hier erstmal gemütlich Kaffee. Die Timelapse läuft immer noch. Ich weiß gar nicht, ob die Sonne da noch drauf ist. Aber jetzt wird es langsam warm und gemütlich hier. Und das beobachte ich noch. Finde ich total interessant. Ein Tipp für immer frische Brötchen. Auch hier auf 2800... Oh, habt ihr das gehört? Auf 2800 Metern Höhe am Ätna Nord. Ich kaufe mir immer Toastbrötchen. Die halten ganz lange. Und die kommen dann so auf meinen Herd drauf, werden frisch aufgebacken und das sind sogar so Dinkelbrötchen. Schmeckt mega lecker hier oben. Nach jeder Explosion seht ihr eine richtige fette Staubwolke dort oben. Ich habe zusammengepackt, es geht weiter und zwar zu einem Tipp von einer Instagram-Followerin. Lasst euch überraschen, es soll mega, mega schön sein. Ich bin jetzt von der Autobahn abgefahren und habe jetzt für 10 Kilometer noch 23 Minuten laut Navi. Ich muss wieder durch die Buschenie fahren. Also, wollen wir mal hoffen, dass nicht so viele Autos mir entgegenkommen. Ich mag das ja immer nicht so sehr. Und ja, wenn ich irgendwo anhalten kann, hier mache ich wieder eine Timelapse. Leute,
Das war ein Weg. Bin ich ins Schwitzen gekommen. Und der vor mir bleibt dann noch mitten auf dem Berg da stehen. Oh. Also, ich würde es nicht jedem empfehlen, hierher zu kommen. Das ist nicht gut fürs Auto. Wahrscheinlich ist die Landschaft spektakulär, aber nicht so gut fürs Auto. Ich bin heil angekommen. Mann, war das eine Anfahrt. Mein Auto ist jetzt grau und nicht mehr schwarz. Aber es ist richtig schön hier und ich freue mich schon auf die Wanderung. Aber erst esse ich noch eine Käsestulle. Man könnte tatsächlich auch nachts hier bleiben, aber leider schließen die Ranger das Tor hier zu. So, die Ranger sind sehr nett, der hat mir gleich erklärt. Ich bin jetzt hier und muss jetzt hier so runtergehen, 40 Minuten. Und dann wieder 40 Minuten hoch. Huha, aber schaffen wir schon, ne? Da sitzen die Ranger drin, haben mir auch gleich eine Karte gegeben, alles kostenlos. Und ich habe es bei 36 Grad, so eine gute Idee war. Ist egal, wenn ich schon mal hier bin, muss ich alles mitnehmen. Ist das schön. Ein Problem habe ich nur. Ich muss nachher alle Höhenmeter wieder hochlaufen. Da oben steht das Auto. Oh nein. Oh, ich höre schon Wasser plätschern. Es kann nicht mehr weit sein. Die sind alle hier runtergelatscht. Ach, guck an. Hier ist auch noch ein Ranger. Und es ist einfach unglaublich schön hier und das Wasser ist jetzt nicht so arschkalt, sag ich mal, sondern angenehm kalt, aber auch nicht so warm wie das Meer. Der Weg hat sich echt gelohnt, aber ich sag mal so, ich bin ja jetzt nur bergab gelaufen, 1000 Höhenmeter. Die 1000 Höhenmeter muss ich auch wieder berghoch. Also ob ich dann immer noch sage, der Weg hat sich gelohnt. Der Pool, in dem ich geschwommen bin, und hier geht es immer noch weiter. Der Fluss, der fließt halt hier durch den Grand Canyon und hier sind ganz viele dieser Pools. So, so schön. Puh, ich bin zurück. Ich muss sagen, es lief besser als erwartet. Denn ein junges Mädel hatte mir Angst gemacht. Als ich nach unten ging, kam mir ein Pärchen entgegen, eine junge Dame und ein Mann. Und die ist praktisch
knallrot in den Schatten kollabiert. Und da dachte ich, ach du Schreck, dieser Rückweg. Aber wenn man mit Vernunft geht, immer mal eine Pause macht, wichtig, ganz viel trinken. Ich habe jetzt 1,5 Liter getrunken nach oben, dann ist das okay. Da steht ja mein graues Auto. Oh je, der Rückweg, das ist tatsächlich, die Straße ist so, so schlecht und nur einspurig. Wenn dir was entgegenkommt, hast du Pech gehabt. Ich bin angekommen und schaut mal, der erste Strand in Italien, der so ist, wie ich mir einen Strand vorstelle. Venna steht da. Da steht Venna und ich gehe erstmal noch eine Runde hier am Strand spazieren. Ja, jetzt koche ich erstmal was zum Abendbrot. Oh, schaut doch mal, wie schön es aussieht, herrlich, herrlich. Dann plane ich die Route von morgen, muss auch noch ein bisschen Daten sichern von heute. Eigentlich noch real schön. Ah ja, ich werde es schon sehen. Auf jeden Fall ist es hier nicht so heiß. Es ist so angenehm. Ich freue mich richtig. Hat euch das Video gefallen? Dann freue ich mich über jeden einzelnen Daumen nach oben. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren, denn im nächsten Video geht es weiter ein bisschen um die westliche Sizilienkurve nach Norden und dann wieder zurück über den Stiefel nach Hause.